Oh, kommt gleich schon die erste Szene im Pool? Ich weiß, da kriegt ihr jetzt ganz spitze Öhrchen. Ich kann mich an eine Szene im Pool erinnern. Da kann man so Weibern In die Augen blicken. Sagte ich Weiber? Meinte ich auch. Freunde, merkt ihr es auch? Es wird wärmer, die Sonne scheint durch, die Leute haben ein Lächeln auf den Lippen und man wird langsam auch wieder ein bisschen geiler. Jawohl, der Frühling steht vor der Tür. Es ist April. Ihr habt eingeschaltet bei Eine Stunde mit. Ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Wolf. Heute spielen wir mal wieder einen kleinen Klassiker. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich werde auch gleich erklären, warum wir ihn spielen. Azuras Wrath wird heute von uns gezockt, ist ein Titel, den ihr auch über PlayStation Now spielen könnt. Ihr wisst, auch da gucken wir regelmäßig rein. Das ist der, ich nenne ihn mal Streaming-Dienst von Sony. Könnt ihr euch anmelden und dann quasi wie bei diversen Video- und Filmanbietern den ganzen Monat, ach, solange ihr quasi dein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr spielen, spielen und noch mehr spielen. Und da sind eben auch ein paar alte Schätzchen dabei. Unter anderem eben auch dieses hier, Azuras Rough. Es ist soweit alles vorbereitet. Pass auf, wir legen einfach mal los. Ich glaube, ich habe noch genug Zeit zu erklären, warum wir das spielen. Deswegen startet die Stunde. Achtung, jetzt! So, und da sind wir auch schon im Titelmenü. Azuras Wrath wird gezockt. Ich habe es damals gespielt. Ich kann mich noch gut daran erinnern und bin sehr gespannt, wie das jetzt so wirkt, nach ein paar Jahren. Es ist 2012 rausgekommen auf der PS3. Natürlich normal. Ja, möchte ich, danke. Und ja, es war schon damals sehr speziell. Der Grund, warum wir spielen, ist, ihr werdet es auch gleich sehen, es erinnert doch sehr an einen gewissen glatzköpfigen, mittlerweile bärtigen Griechenkollegen vom Gameplay her und von der ganzen Inszenierung her. Und ich dachte mir, also, wenn man einen Titel spielen kann, der einem noch mehr Bock auf God of War macht, das kommt ja auch schon in ein paar Tagen raus. Dann ist es dieser Azuras Wrath und deswegen wird der jetzt gezockt. Und ich glaube, wir haben ein paar Japano-Anime-Manga-Fans unter euch da draußen an dieser Stelle. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt mal was für euch. Ich glaube, das kann man jetzt schon verraten. Achso, soll ich das vorlesen? Nö, ihr könnt es selber lesen. Ihre Legion von den acht Wächtergeneralen angeführt, einer von ihnen, General Asura, war mitten in der Schlacht. Ja, ist mir gerade auch eingefallen, ich hätte es auch laut vorlesen können, aber ich meine, ihr könnt ja selber lesen wahrscheinlich. Gecko. Gecko Incorporated. Und man ahnt schon, da steckt wirklich ein Top-Skript dahinter. Bei dem Namen. Ja, also Leute, wirklich, ich muss euch fast ein bisschen warnen. Es wird wirklich sehr, 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 sehr over the top. Echt. Ich möchte sogar sagen, schlimmer als in jedem God of War. Und das ist wirklich hier der Anfang des Spiels, ne? Wirklich. Ihr habt nichts verpasst. Ich bin nicht in Level 2, 3 oder 17 eingestiegen. So beginnt das Spiel. Das ist hier Asura, den wir gerade spielen. Der wird im Laufe des Spiels auch noch ein wenig anders aussehen. Aber bis auf diese Texteinblendung am Anfang haben wir noch keinerlei Infos bekommen, was das hier alles soll. Erinnert ein bisschen vom Anfang. Vom Anfang an Bayonetta. Also ich sag ja ein bisschen, am Anfang von Bayonetta 1 ist man ja auch auf diesem, ich weiß auch nicht, runterstürzen, boah, Felsbrock oder was es war. Startete man ja das Spiel und es ging auch schon tierisch zur Sache. Man hat irgendwie gar nicht gecheckt, was eigentlich das Spiel von einem will oder was. Und daran fühle ich mich doch gerade ein bisschen erinnert. Ah! Ja, auf jeden Fall ein Spiel für Freunde der Quicktime-Events. Ich muss sagen, wenn das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dann stören sie mich nicht unbedingt. Also ich verstehe, was manche Leute daran nervt an Quicktime-Events. Man kann sie auch wirklich sehr, sehr unschön einsetzen. Die machen dann mehr kaputt. Aber auch das werdet ihr vermutlich gleich sehen. Koma-Träger. Das ganze Spielsystem von Azuras Wrath und auch vor allem das Kampfsystem, ist das nämlich ein Action-Titel, habt ihr euch wahrscheinlich denken können, ist schon wirklich sehr darauf ausgelegt, dass man immer wieder Quicktime-Events hat, die dann natürlich auch cineastisch eben wie beim großen Vorbild God of War umgesetzt werden.
Von daher, also hier stört es mich nicht, muss ich sagen. Das gehört einfach dazu, das muss man wissen, wenn man das Spiel beginnt. Und wenn man damit so gar nichts anfangen kann, ich glaube, dann zockt man vielleicht auch nicht unbedingt Azuras Wrath oder ähnliche Spiele dieser Art. Was nun? Ach Gott. Ey, wirklich, oh, what? Achso, oh. Das ist der Anfang. Und das finde ich grenzwertig cool. Es fällt mir gerade wahnsinnig schwer, irgendwie mit euch hier zu kommunizieren oder irgendwas Kluges zu sagen. Möglicherweise muss man es aber auch gar nicht. Vielleicht muss man das einfach auf sich wirken lassen. Ich sag's gerne nochmal, so fängt das Spiel wirklich an. Ja, und deswegen habe ich vorhin gesagt, man muss Leute fast ein bisschen davor warnen. Also das hier, wenn ihr denkt, okay, noch krasser und bunter und ballerballer bekloppter wird es wahrscheinlich nicht. Wirklich, das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Das ist ein ganz ruhiger, entspannter, chilliger Einstieg hier gegenüber dem, was da später im Spiel noch kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen dann einfach ein bisschen zu viel ist. Also, man muss wirklich eine gewisse Toleranz dafür haben, dass es so dermaßen over the top ist. Und ich glaube, also da sind wir wieder bei dem Thema. Anime-Fans werden damit wahrscheinlich direkt wenig Probleme haben. Aber ich sag mal, wer diese Art der Präsentation nicht unbedingt gewohnt ist, der kriegt vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Aber das macht ja auch den Reiz aus. August, der dumme August. Ich stelle mir gerade vor, wenn Ian jetzt so wäre. Fände er das cool? Oder? Ich, das ist schwer zu sagen. Yasha! Allein das Geräusch. So, und das sind wir eigentlich mal Azura. Ah ja, und er hat wirklich nur einen Tonfall drauf. Bis zum Rest spricht er genauso. Also vielleicht noch wütender. Wirklich, gegen den, ohne Scheiß, gegen den ist Kratos echt ein tiefenentspannter, völlig ruhiger, absolut ausgeglichener Laugenbrötchenesser, der am liebsten kuschelweiche Kragenpullover trägt und, weiß nicht, Tatort im Fernsehen guckt. Alles andere ist ihm wahrscheinlich zu aufregend. Also gegen den Kollegen hier ist Kratos echt weisen gerade. Jetzt lösen wir nämlich mal unsere Wut aus.
Yeah, oder es gibt auch schon gleich eine Trophäe. Ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant für die Trophy Hunter unter euch. Happy New Year. Aragau inochi ga miseru isshun no kagayaki. Sore wa bi no taimen de aru geijutsu no hatsu. Ah ja, und ihr kriegt's mit, ich hab's extra für euch auf Japanisch gestellt, ja? Also ich möchte jetzt kein Gejammer hören. Es ist auch englische Sprachausgabe dabei, aber ich dachte mir, wenn schon, dann ziehen wir's durch. Dann machen wir es hier ganz authentisch und deswegen japanische Sprachausgabe. Ich hoffe, es ist in eurem Interesse. Olga! Unfasslich und sehr schön.時の安寧を得るためだから戦いに出よう。エミナドフライ。は？行くが王法プラスマストラの腹だ。ウラフマストラ。しかし、アレーの重点は未だ過剰にございます。エガー、エガー。本来の法力は発揮できませんでしょうな。この滞りを一石を投じる。 Ich werde im Designdokument stand nur ein Wort. Epic. Mehr nicht. Ja, aber Chef, was genau soll ich denn? Epic! Okay. Und dann kommt sowas heraus. Und ich meine, sind wir mal ehrlich. Es ist schon ein bisschen geil. Ah ja, die Nachrichten einfach ignorieren. Das habe ich euch schon vor einiger Zeit erklärt. Wenn ihr PlayStation Now Spiele streamt, so wie ich jetzt gerade, da kann man leider die Benachrichtigung nicht ausschalten. Aber wirklich einfach ignorieren. Egal, wer jetzt online geht. Andere Spiele würden damit aufhören. What? Oh my God! Unreinheitsstufe nicht mehr messbar. So habe ich doch meine Kämpfe am liebsten. Erinnert mich voll an die Sandwürmer aus Dune. Der Shai-Hulud. Ja. So, alles klar? Ja, also wirklich, ich hab's im Angebot von PlayStation Now gesehen und ich dachte mir, Leute, also das ist so dicht dran an God of War, auf das werden wirklich alle warten. Komm, lass uns doch mal Azura's Wrath spielen. Werden vielleicht auch nicht alle damals mitbekommen haben und das ist doch eine schöne Gelegenheit, diesen kleinen Klassiker, nenne ich es jetzt mal, wieder auszugraben hier. Der arme Sprecher, der muss am Ende des Tages wirklich eine rohe, rote Kehle haben. Wahrscheinlich hat er ja keine Stimme mehr. Das war sein letzter Job in der Branche. Jetzt ist er stumm. Oh nein, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wie, hä, was ist das jetzt? Ist das ein Ballerspiel oder was? Nee, das ist wirklich nur eine Sequenz. Ich glaube, da kommen auch noch ein paar dieser Art. Auf jeden Fall am Ende, da reden wir relativ tief nochmal eine. Das eigentliche Gameplay erinnert aber tatsächlich mehr an... Bullshit! Ah, Hände nicht am Pad gehabt. An eben God of War und ähnliche Konsorten. Das werden wir gleich auch noch sehen.
Aber es ist jetzt kein Shooter. Könnte man meinen. Echt mal. Relativ verzeihend hier. Also wenn man mal einen Fehler macht, ich habe ja auch schon ein, zwei gemacht, hab ich gesehen, ist das Spiel nicht gleich vorbei. Man sollte sich dann irgendwann wieder fangen. Irgendwann ist das Spiel nämlich tatsächlich vorbei, wenn man gar nichts hinkriegt. Aber wenn man sich irgendwie mal verdrückt oder ein bisschen zu langsam ist, dann ist das jetzt auch nicht so gut. Aha, und jetzt wird es doch langsam interessant. Vater? Ihr ahnt jetzt vielleicht so ganz grob, worauf die Story hinausläuft. Oder warum Asura möglicherweise die ganze Zeit so wahnsinnig wütend ist. Und auch wütender wird. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ja, genau, das meine ich. Alter, wirklich, das geht... Boah, das geht bis zum Rest des Spiels so. Yeah! Da sind sie, die Arme. Jetzt ist er richtig pissig. Das war alles noch gar nichts. Der ist gerade mal aufgestanden, quasi. Und schon wieder. Okay. Okay. Das ist vielleicht dann doch wieder so ein bisschen der Nachteil an so Quicktime-Events wie gerade. Ich gucke jetzt natürlich... Oh, shit. Ich gucke jetzt wirklich nur auf die Einblendung und gar nicht so sehr auf die eigentliche Action. Also das könnt ihr wahrscheinlich dann sogar echt noch besser genießen. Weil man als Spieler wirklich voll drauf bedacht ist natürlich... Ah, so weicht man also aus. Voll drauf bedacht ist, diese Quicktime-Events zu schaffen und hat eigentlich... gar nicht so richtig das Auge dafür, was da tatsächlich passiert. Okay, ich weiß... Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht mal, ob ich treffe, was ich treffen soll. Boah, okay, okay. Ah, nein, voll da rein. Okay, jetzt aber, meine Wut. Die Wut tut mir gut. Ach so, gut. Das war ich. Ah! So, das war's auch schon wieder. Thanks for playing. Dosta. Stumme. Kirenakatte. Vulitra o stummeru nado deki wa sanu. Vulitra. 無事沈められたことを喜ぶべきだ。これまで以上の犠牲は出たが、しばらくは現れまい。今休め。ゴーマ・ブリトラ、アスラ様により鎮圧。あ、これがキャラクターデザイン。ハマ。
Sieht schon geil aus. Genau, und das ist auch was, was Azura's Wrath ausmacht. Es ist tatsächlich ein bisschen aufgezogen wie eine Anime-Show. Also wirklich mit Überbrechungen und habt ihr gerade gesehen, to be continued und so. Ich weiß auch, als ich beim ersten Mal gezockt habe, da fand ich es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen aufgesetzt vielleicht. Also ich bin nicht ganz sicher, ob dieses ganze Getue, das ganze Drumherum, ob das unbedingt sein muss. Aber es ist zumindest mal ein eigener Tonfall, den das Spiel hat. Hier, also es ist tatsächlich von den Entwicklern so ein bisschen mit dem Gedanken im Hinterkopf programmiert worden, dass man das irgendwie echt mal ein, zwei Levels spielt und dann auch wieder ausmacht und am nächsten Tag wiederkommt oder wenn man das nächste Mal Zeit hat und nicht unbedingt so am Stück, deswegen kann man nach jeder Episode zurück ins Hauptmenü, aber wir spielen natürlich weiter, nachdem wir einen super Rang, okay, nicht super, es war nur A, aber mir reicht's, okay, mir reicht's, ich muss niemandem was beweisen, bekommen haben. Da, genau. Da sieht man's. Kurze Zwischenstücke zwischen Episoden erzählen die Geschichte weiter. So, jetzt können wir uns die Bilder auch ein bisschen angucken hier. Scrollenderweise. Ich weiß gar nicht, was Darstellung ändern heißt. Achso, das ist ja nett. Okay, dann wird das ja ausgeblendet. So, was haben wir sonst noch? Herzlichen Glückwunsch, Kommandant. Wir haben Vlitra wieder einmal erfolgreich unterdrückt, sagt Kalroth. Deus, das bedeutet nichts. Es wird irgendwann zurückkehren und eine größere Bedrohung als je zuvor sein. Vlitra, das abscheuliche Biest, es zu vernichten, wird schwieriger, als ich angenommen hatte. Und wer hätte gedacht, dass Azura, der Teufelskerl, derjenige sein würde, der es aufhält? Er hat selbst August übertroffen, natürlich. Das ist nur möglich gewesen, weil er die Unterstützung der Priesterin hatte. Ah ja, seine Tochter Mitra. Es könnte durchaus sein, dass wir unseren Sieg ihr allein verdanken. Die Priesterin war nützlicher als Kaiser Strada höchst selbst. Vielleicht habe ich zu viel gesagt. Ihre Kräfte zu nutzen ist ein elementarer Schritt auf unserem Weg, unsere Sache umzusetzen. In der Tat, ihre Fähigkeit, das Mantra zu verstecken, ist recht bemerkenswert. Kaum zu glauben, dass dieser Geist von Grobian ihr Vater ist. Ich schlage vor, dass wir eingreifen zum Wohl der Priesterin. Das ist eine mögliche Bedrohung für unsere Pläne. Noch nicht, der kann uns immer noch nützlich sein. Ich hadere gerade ein bisschen mit mir, ob wir das überspringen sollen. Ach komm. Man kann wenigstens versuchen, der Story zu folgen. Deshalb müssen wir uns auf die Fertigstellung der Karma-Festung konzentrieren und herausfinden, wie wir effizienter Mantra ansammeln können. Ohne dieses Wissen ist der Arsch ab. Sorgt euch nicht, Kommandant. Ich habe bereits einen Plan für all das erstellt, inklusive der Priesterin. Sehr gut, fahre wie geplant fort. Scheitern ist keine Option. Wäre es nicht smarter gewesen, das am Ende der Episode zu zeigen und nicht am Anfang der nächsten? Also ich meine, okay, aber wir sind quasi noch am Ende der Episode. Ich dachte, wir wären schon, okay. Ja, da wollen wir natürlich direkt weitermachen. Ja, also das meine ich. Man hätte natürlich auch einfach eine Zwischensequenz programmieren können. Meinetwegen, es kann ja auch in Standbildern sein, die die Geschichte weitererzählt und so werden noch mehr Unterteilungen gemacht, als man machen müssen. Und so. Das meine ich, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dieses ganze Getue. Also das Spiel tut die ganze Zeit so, als wäre es irgendwie was anderes als ein Spiel. Ist Geschmackssache, wirklich. Es ist zumindest mal was Neues. Sagen wir es mal, drücken wir es mal positiv aus. Es fühlt sich zumindest anders an als in anderen Games. Und das kann ja auch mal ganz angenehm sein. Kind, wer hat dich geschminkt wie eine Prostituierte? Das war ich, mein Schatz. Okaeri nasai, Otou-sama. Ha.
Er ist einfach ein Sonnenschein. Kagebosch. Na, ob da alles mit rechten Dingen zugeht? Ich muss auch ein ganz kleines bisschen an Jodorowskis Dune denken. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, wirklich unbedingt angucken. Ich vermute, die meisten werden ihn schon gesehen haben. Der Dune-Film, den wir niemals sehen werden, leider. Und so ein ganz kleines bisschen fühle ich mich hier dadurch davon daran erinnert. What? Das sieht nicht gut aus. Wow. Heimzug auch schon. Nein, Schatz, es ist nicht so, wie es aussieht. Er läuft doch so. Alter. Leiden. Also man sieht schon, ne, da bahnt sich eine große Tragödie an. Du verräterischer Ey, wer auch immer die Untertitel gemacht hat. Ganz im Ernst. Großartig. Unflat. Du harter Lump. Okay, so, und jetzt sind wir im eigenen Spiel tatsächlich, und das werdet ihr die meiste Zeit über machen, nämlich ordentlich kämpfen. Wir locken an mit L1 und ihr seht's ja. Batsch. Das war der schwere Angriff, das hier ist der leichte und wieder der schwere. Ja, ganz klar, das ist hier noch nicht so schwierig, man soll das Kampfsystem so langsam erst nähern, ne? Deswegen ist das hier nicht mehr als Kanonenfutter, diese Gegner geworden. Die kriegen wir locker weggedengelt. Mach den Weg frei. Die sehen auch ein bisschen unheimlich aus, tatsächlich. Und? Fuck off! Hier, das war ich. Man weiß nicht, kommt jetzt eine Ladezeit, kommt eine Zwischensequenz, ist die Runde schon wieder vorbei? Also, das ist echt so ein bisschen so ein Spiel für Leute mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Alle paar Sekunden passiert irgendwas. Klar, Mann. Wow. Oh nein, verschafft du. Halt. Ach. Ich wollte gerade. Ich wollte mal gucken, ob man auch so geil ausweichen kann, wie gerade in der. Ja, sehr gut. Oh, nee, geht aber nicht. Auf X springe ich nur. Ich dachte, ich könnte so eine super geile Rolle machen. Shit. Okay, komm. Yeah. So, jetzt aber. Puh.
Pradesh! Jawohl, excellent, Baby! So, Junge, hast ein Problem? Geh weiter. Wie er guckt. Bisschen verkniffen, der Gute. Okay, wer ist jetzt überrascht? Mal Hände hoch. Ja, okay, niemand, alles klar. Oh, wenn das Anita Sarkeesian sieht. Eieieiei, das gibt direkt wieder ein Video. So, und wenn man denkt, der Typ hatte vielleicht vorher schon ein Wutproblem, eventuell, seine Aggression nicht ganz im Griff. Ich sag mal, das macht die Situation nicht besser. Genau. Juckt mir direkt das Bein. Achso, ich muss immer das Pad in der Hand halten, ich vergesse es. Wer weiß, wann das nächste Quicktime-Event kommt. Ah, fucking Three-Point-Landing, das hasse ich ja, ne? Wirklich ohne Scheiß, das finde ich nicht mal ironisch gut, das finde ich zum Kotzen. Mister! Otosama! Asrei! Kotoke! Kike! Ware no Toke! Keine Lust auf Diskussion. よし、下がれ。です。逆だが、そうだ。全ては我が大義を成就させんがため、大義。我はこの世界を救うと決めたのだ。大義をもって大回転を成就する。世界を救う。 大回転だと? ふざけるな! だっしょ。貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ。 Asura! Und falls ihr euch jetzt fragt, ha? Oder what? Seid ihr wirklich nicht allein? Ich hab's damals nicht ganz gecheckt und ich tue es jetzt auch nicht. Also, dass alle denken, dass er den Kaiser da umgebracht hat, das ist schon klar. Aber inwieweit jetzt der Tod von Asura für die große Wiedergeburt sorgt, vielleicht wird es auch erklärt, wirklich, ich habe das Spiel damals gespielt, aber ich hätte schon einen Tag später nichts mehr zur Story sagen können. Das, ich habe irgendwann einfach dicht gemacht, so Verstand zieht sich in sich selbst zurück und ich habe einfach nur die Action genommen. Deswegen, vielleicht wird es erklärt, wird es schon stimmen so. Ah!
Warum hört mir denn jemand zu? Geil wäre, fällt mir gerade ein. Man sieht, dass die drei Heiligen aus dem Morgenland, dass sie die Sternschnuppe sehen und glauben, dass der Heiland verkündet wird. Stell dir mal vor, das ist quasi die Geburt Jesu, also in der Mythologie. Wäre das nicht geil, wenn es Wahrheit Asura war, der wie so ein Komet runterstürzte? Schon wieder nur A. Ah. Aber soll mir reichen. Genau, habt ihr auch gerade gesehen schon, ne? Es gibt jede Menge Extras, also natürlich Illustrationen, die ihr könnt euch die ganzen Movies am Ende nochmal angucken und so. Genau, die Videos. Ist auch klar. Wir machen direkt mal weiter. Das war jetzt Episode 2 von Teil 1. Ah ja, und das Spiel ist wirklich nicht zu kurz, ne? Also es ist nicht so, dass man das jetzt denkt, wie, wie lange kann das dauern? 5, 6 Stunden hat man es durch. Das ist wirklich ein relativ großes, langes Spiel. Aus den Mythen, die unter den Menschen seiner Generation wiedergegeben wurden, der böse Halbgott, der aus dem Himmel fiel. Vor einer langen, langen Zeit lebten einst 8 legendäre Halbgötter. Also jetzt kriegen wir endlich mal ein bisschen Hintergrundinformation. Sie waren als die 8 Wächtergeneräle bekannt und führten die Halbgötterlegionen gegen die unreinen Goma. So brachten sie der Welt Frieden und Reichtum. Das sieht schon cool aus. Aber stilistisch ist das Spiel schon, macht einiges richtig. Aber einer von ihnen trug ein schwarzes Herz in seiner Brust mit Absichten, die nur ihm zugutekommen sollten. Sein Name war Asura. Selbstsüchtig in seinen Bestrebungen stellte er sich gegen seine Art verbreitete Angst und Schrecken unter den Halbgöttern und nahm Kaiser Strada das Leben. Wir wissen ja, dass es nicht so war. Es war eine dunkle Zeit. Schwarze Wolken hüllten den Himmel ein. Pflanzen und Bäume überall auf der Welt verkümmerten und starben. Die Menschheit wurde von Kummer und Schmerz überwältigt. Dann, als man glaubte, dass alle Hoffnung verloren sei, strahlten 7 Lichtpfeiler aus dem Himmel und die verbliebenen 7 Wächtergeneräle erschienen. Unter dem Kommando des großartigen Deus kämpften sie heroisch gegen den Bruder, der sie verraten hatte, und rächten den Tod von Kaiser Strada, indem sie Asura dem Seinen übergaben. Von Stund an wurden sie als die 7 Gottheiten bekannt und wachten vom Himmel aus über die Menschen. Ja, und wie so vieles ist auch das wirklich ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf der einen Seite fühle ich mich als Spieler schon so ein bisschen animiert auszumachen. So, ich kann ja morgen weiterspielen. Also das Spiel reicht mir quasi die Hand und sagt, ey, du kannst eigentlich auch was anderes mit deiner Zeit anfangen. Spiel doch morgen weiter. Auf der anderen Seite will man ja schon wissen, wie, kleine Spinne? Was für eine Spinne gibt die im Ratschläger? Okay, ich muss wissen, wie es weitergeht. Von daher, vielleicht doch gar nicht mal so doof von den Entwicklern. Also kein Spiel wie jedes andere. Ich glaube, das dürfte mittlerweile wirklich klar sein. Oh, kommt gleich schon die erste Szene im Pool? Ich weiß, da kriegt ihr jetzt ganz spitze Öhrchen. Ich kann mich an eine Szene im Pool erinnern. Da kann man so weibern. In die Augen blicken. Sagte ich Weiber? Meinte ich auch. Kiazuita-kai? Koko? うん、狭間の世界とでも言っておこうか。どうせ君に理解はできないし、説明しても僕が面白くない。何？何者だ？それが重要なことかな。自分は誰なのか覚えている？俺は。まあ、登りたまえ。ただし気をつけたまえよ。もしここから落ちてしまえば、無に帰るだけさ。そうだ。いいぞ。自分が何者であるかよりも君には先に進まなければならない。ゆえんがある。たとえそれを忘れていても。 Das ist übrigens der Rest des Spiels. Habe ich vergessen zu erwähnen. Aber man muss jetzt die nächsten 6 Stunden eigentlich nur da hochklettern. Dann hat man es geschafft. Asura!
Wie lustig, dass sie am jetzt ein Tutorial anbieten. So. Ja, ich meine, also, es ist wirklich ein bisschen komisch, denn also ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Actionanlagen gerade, dass die schon ein richtiges Tutorial waren, aber also genau das habe ich ja schon gemacht. Unter verschärften Bedingungen. So, klatsch. Azura dreht sich übrigens auch immer mit dem Gegner, den er gerade. Also, wenn man sich nicht zu weit entfernt, kaum habe ich es gesagt, sieht man es. Aber. Also, er probiert schon ungefähr wirklich die Richtung des gerade attackierten Gegners zu halten. Und das finde ich auch ganz angenehm, muss ich sagen. So, jetzt wollen wir den starken Angriff üben. Verursachen eine zeitlich begrenzte Überhitzung bei Azura. Wenn Azura überhitzt ist, können starke Angriffe nicht eingesetzt werden. Okay, also müssen wir uns weiterhin mit den leichten begnügen. So, und jetzt können wir wieder. Badge. Und Sounddesign ist ganz nett. Also es klingt schon wirklich richtig wuchtig hier gerade. Das können wir auch. Halt. Ja, lass mich raus. So. Zack, dann macht er das hier. Na. So hau ich ab. Tschüss. So, warte mal. Also. Und das ist der Sturzangriff. Einfach in die Luft springen, dann Kreis gedrückt halten. Zacken. So, hammert. Ruhe im Puff. Nein. Achso, ich muss ja. Ja. Ich vergesse mal, dass ich das wirklich irgendwie dreimal oder so machen muss, bis diese Lektion quasi als gelernt gilt. Deswegen machen wir das mal eben schnell. So. Achso. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Okay, das haben wir geschafft. Alles klar. Azura kann sich direkt nach einem Treffer erholen, indem sie X drücken. Okay. Ich drücke schon mal vorsichtshalber. Na komm. Ja. Zack. Und nochmal. Das Spiel will es nämlich. Zack. Das ist es. Alles klar. Okay. So, noch eine Lektion oder sollen wir jetzt einfach wegklatschen? Ah, genau, das wollte ich. Ja, ich wusste doch, dass es hier die Rolle gibt. Aber die war nicht auf X. So. Oh ja. Okay, haben wir geschafft. So, und jetzt besiegen sie den Gegner. Guck. Drücken Sie einfach auf den Bildschirm, wenn der Gegner angreift, um meinen Konter auszuführen. Na, dann schauen wir mal. So, was wollen die jetzt von mir? Zack. Ja, okay, das ist also ein Konter, alles klar. Und. Es macht schon Laune. Okay, dann wollte ich es bestimmt jetzt nochmal hier. Na, komm. Zack. Ja, es ist nicht so schwierig. Kriegen wir hin. So, der ist finito. Hab ich nicht vor! Okay! So, genau, hier locken wir an. Zack. Wir können natürlich auch zwischen den Zielen wechseln. Auch das haben wir mit Bravour gelöst. Voll daneben. Oh. Ah, halt. Oh, okay. Ja, das mache ich. Okay, langsam wird es dann nämlich doch ein bisschen viel. Deswegen, was jetzt hier noch so popel einfach aussieht, so Kindergartenniveau, das kann später im Laufe des Spiels dann wirklich zu brenzlichen Situationen führen, weil der ganze Screen dann voll ist mit Gegnern und Schlägen und
Bonusattacken und Lichteffekten. Und vielleicht verändert sich auch noch das Level um einen rum. Also, da ist dann echt richtig was los. Okay. So. Sehr gut. Ja, so kleine Schusseinlagen gibt's auch immer wieder mal. Was für eine Bewegung. So. Ja, will ich ja nicht. Jetzt mach schon. Zack. 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 Sehen aus wie große Kartoffeln. Kann ich auch dich irgendwie vom Himmel holen hier? Du nervst mich. Haben wir es jetzt, na also. Na, das alles. So, jetzt gibt's hier. Jetzt gibt's richtig auf den Arsch. Wenn Sie Schaden aus der Anzeige hören, dass Sie zügellos anzeigen. Wenn die Anzeige voll ist, können Sie den Zügellos-Modus aktivieren, indem Sie L2 drücken. Okay. Ey Junge, du hast da gar nichts drauf, ey. Lachhaft. Oh, okay. Ha! Shit. Ich kann nicht mal sehen, ob ich jetzt ausgewichen bin oder nicht. Ach, wird schon stimmen. So. Und klatschen. Na komm. Ah, komm. Oh, okay, Alter, jetzt hat er mich auch richtig in der Ecke. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Den richtig reinschicken. So, wann ist die Zügellosanzeige? Okay, lange dauert es nicht mehr. Lange dauert es nicht mehr. Wir haben es gleich. Achtung. Haha. Perfekt ausgewichen. So, Junge, jetzt aber. Pass auf. Gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Noch ein paar Sekunden. So, ist sie voll? Noch einmal den hier. Und jetzt machen wir den Zügellosmodus. Achtung. Und den kann ich überhitzen. Geil, okay. Jetzt aber. Gleich nochmal den. Wie die sich einfach weiter unterhalten. Ah, wenn Sie den Gegner Schaden zufügen, füllt das die Wutanzeige auf. Wenn die Anzeige voll ist, können Sie den Wutmodus aktivieren, indem Sie R2 drücken. Okay. Ja, komm schon. Jawollo. So, und die Wutanzeige ist voll. Alles klar. So, jetzt aber. Ja. Ah. Erziehen Sie den Synchronrad, die hoch genug ist, dann erhalten Sie. Bam, 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 bam. Das verraten wir nicht. Ach, nur gut. Okay, zu spät. Exzellent, also. Boah, ich weiß tatsächlich nicht. Gab das dann das super geheime echte Ende? Das war auf jeden Fall irgendwie versteckt. Ich glaube. それでこそアスランよ。Nein, nein, nein. Ja. Als hätte er echt so eine Gesichtslähmung. Genau, daran kann ich mich gut erinnern. Es gab damals wirklich eine kleine Kontroverse, weil das echte Ende tatsächlich Teil eines DLCs war, den man dazu kaufen musste. Aber hier sind ja alle Inhalte gleich dabei bei PlayStation Now. Also seine ständig zusammen ein bisschen Zähne, das sieht schon komisch aus. Wie lange haben wir denn noch? Oh, nur noch gute 10 Minuten.
So, mal gucken, wie weit wir hier mitkommen, wenn wir einfach ballern, die Idioten. Ich, wirklich, ich probier's einfach, ich will nur mal gucken. Ah, oh, fuck. Ja, ja, okay. Nicht die beste Taktik, schon klar. Klatsch. So. Hier steht kein Ziel mehr, deswegen brauchen wir uns anlocken. Oh, Alter, ich sehe nichts mehr, okay. Hehe, geil. So, ich weiß, ich kann meinen Zügellos-Modus aktivieren. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das nicht vielleicht ein bisschen aufspare, weil ich meine, die Typen haben ja wirklich gar nichts. Die klatsche ich ja so weg. Okay, kaum sage ich es, wäre ich getroffen. Weg da. Fliegende Gegner. Idiot. Fliegende Gegner sind echt mal ein bisschen nervig in solchen Spielen. Ich zock jetzt gerade ja Nier Automata, als letzter Mensch der Welt, aber ich wollte mir auch eine eigene Meinung geben. Und diese fliegenden Drohnen da, die gehen mir auch mal auf den Keks. Die sind jetzt nicht schlimm, ähnlich wie hier. Es ist eigentlich immer dasselbe. Aber sie nerven halt. So. Sind die down? Da sind sie down. Okay. Zack, 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 zack. Ei, ei, ei. So, noch mehr. Okay, na gut, dann wollen wir mal. Ja, ist anstrengend, ne? Strada! Korosareta! Masaka, Asya-sama ga! Hangyaku! Heimtücke! Hangyakusha! Asya da gorashin! Hangyaku! Hangyaku da! Hangyakusha! Wohl kaum. を救うと言っているけれど、それでいいのかい？その犠牲になって、こんなところで死んでいる場合じゃ。やめろ。え？どうした？気に障ったかい？お前じゃない。僕じゃない。 Die Gesichtsanimation manchmal. So. Genug voll gelabert hier von der goldenen Spinne. Hoch da jetzt. So,
君たち神にとっては大した時間じゃないだろう。Klang gerade wie der Crypt Keeper aus Tales from the Crypt. Mit dem Guckerchen kannst du nachts im Bett lesen. Ich guck, ja, nee, ach komm, wir haben noch 5 Minuten. Obwohl, vielleicht dauert es auch schon die nächste Zwischensequenz so lang. So, was ist unser Rang? B, naja, S und A. Okay, besser als A kriege ich es offenbar nicht hin. Brüllaffe und Stachel. So, Illustration und ein Video, genau. Eine neue Anzeige, okay. So, weiter. Wir gucken zumindest, hoffe ich, ja doch, müsste reichen. Wir gucken zumindest mal in den Anfang der nächsten Episode rein. Ich glaube nämlich, dass die wieder mit so einem unfassbaren Bossfight endet. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war soweit. Eine dürre Landschaft irgendwo auf Gaea. Was denkst du? Es sieht ja ein wenig trostloser aus als deinem letzten Besuch. Ich kann in der Ferne Donner hören. Kannst du das Blitzen sehen? Es ist rot wie Blut. Hm. Du erinnerst dich also? Ja, die Bedrohung durch die Goma besteht noch. Selbst jetzt. Bist du neugierig, was deine ehemaligen Kameraden so gemacht haben? Hm, da drüben, sie selbst. Sie haben den Goma erlaubt. Nicht ganz. Das war das Werk deiner eigenen Rasse, der Halbgötter. Was? Sie kontrollieren jetzt die Welt und tun, wie es ihnen beliebt. Das kann nicht sein. Hab ich dir doch gerade gesagt, Junge. In 12.000 Jahren kann sich viel verändern. Wenn du mir nicht glaubst, warum siehst du es dir denn nicht aus der Nähe an? Sei still! Das ist die berühmte Wut Asuras. Nun dann, diese Welt wird dein Spielplatz sein. Asura が目覚めたのは彼が死した時より12000年もの歳月が過ぎた次第。しかし、変わらず世にはびこるゴーマ。ゴーマが人々を襲い、その命を奪い始めた時、かつての八神将、ワイゼンが兵を率いて現れる。Ja, ich glaube, das ist die Episode mit dem wirklich abstrus krassen Bossfight. Aber wisst ihr was? Ich habe zwar gerade vollmündig angekündigt, dass wir in die Episode noch reingucken, aber jetzt haben wir nur noch 3,5 Minuten. Und wenn dieses Spiel schon so ein episodisches Format hat, dann wollen wir es doch auch nutzen. Und deswegen beende ich jetzt hier das Video knallhart. Ich glaube, ihr habt aber einen ganz guten Eindruck von Azura's Wrath gewonnen. Wie gesagt, ist jetzt, ist eigentlich auch schon länger, auf PlayStation Now. Wenn ihr also diesen Dienst nutzt, dann könnt ihr das wie alle anderen Games einfach auf die Konsole zocken, streamen, um es dann zu zocken. Müsst es nicht selber besitzen, ja, sondern streamt es einfach direkt auf eure PS4. Ja, und wie gesagt, also ich wollte das einfach nochmal mit und für euch spielen, weil es, glaube ich, echt ein ganz guter Anreiz ist, nochmal sich langsam auf God of War vorzubereiten. Okay, ich glaube, wir haben auch schon eine Version von God of War. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe gerade irgendwie sowas gehört, das muss ich gleich mal auschecken. Ja, und deswegen dachte ich mir, Mensch, Kratos, in ein paar Tagen ist es soweit und er ist wieder unterwegs und tritt ordentliche Ärsche, diesmal ja in der nordischen Mythologie. Deswegen, lasst uns doch ein Spiel spielen, was in eine ähnliche Richtung geht und was uns so ein bisschen drauf vorbereitet. Und also ich muss sagen, ich habe gerade echt wieder Bock gehabt. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals Azura's Wrath gespielt habe, als es rauskam, 2012 war das eben, ist jetzt auch schon 6 Jahre her. Fuck. Es ist nicht perfekt. Es kommt qualitativ nicht an God of War ran, das muss man ganz klar sagen, es ist spielerisch nicht so ausgefeilt und was ich am Anfang versucht habe anzudeuten, jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was ich meinte, dieses wirklich übertrieben bombastische, immer over the top und dann auch noch dieses Episodenformat, was so ein bisschen so tut, als wäre es eine Fernsehshow. Also es ist vielleicht manchmal ein bisschen viel und man denkt sich, boah, Spiel, Komm mal runter, schalt mal einen Gang zurück und dann bin ich auch bereit, der Story zu folgen, die vielleicht ja gar nicht so schlecht ist. Aber so wird man wirklich so sehr beballert. Aber es ist einfach Geschmackssache, ob man das cool findet oder nicht. Von daher sind da jetzt vielleicht gerade so ein bisschen die Anime-Fans unter euch gefragt. Also vielleicht findet ihr es total geil oder eben nicht geil, weil ihr denkt, ey, ich habe sowas Ähnliches in 1000 Anime-Serien schon gesehen und da war das viel besser als hier in diesem Spiel. Also, ja, da würden mich tatsächlich mal echt die Kommentare von Leuten interessieren, die so ein bisschen mehr Ahnung von der Materie haben als ich. Kommt das hier alles geil rüber oder ist das einfach kompletter
bunter, viel zu lauter Ballerballer-Quatsch. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, ich lese es durch und die anderen User ganz bestimmt auch. Das war eine Stunde mit Azura's Wrath. Könnt ihr spielen über PlayStation Now. In einer Woche sehen wir uns wieder zu einem nächsten eine Stunde mit. Ich weiß nicht, ob mit mir oder mit einem meiner bezaubernden Kollegen. Ich weiß auch noch nicht, zu welchem Spiel. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr uns abonniert und uns hin und wieder mal ein kleines Däumchen nach oben gebt. Das macht uns tatsächlich die Arbeit ein bisschen einfacher und außerdem freuen wir uns ja auch. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ey Leute, Frühling ist da, die Sonne scheint, alle sind gut drauf. Also lasst uns ein bisschen Liebe teilen und verteilen und haltet uns weiter in die Treue. Das war's, ich bin raus, danke fürs Zusehen und immer schön aufs Maul.